Ja, willkommen zurück zu Let's Play Stardom Hollywood und ja, wie ihr das ja gerade seht, sind wir hier jetzt noch bei. Moment, wer ist es überhaupt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah, wir sind noch bei KTV im Sender und wir gucken jetzt einfach mal. It seems like yesterday, since we saw Abigail doing anything like so yesterday. Okay, das sind diese Breaking News. Ich muss mal eben gerade gucken. Für den Sound jetzt auch noch mal ein bisschen lauter kriegen hier. Ich hoffe mal. Star News out. Want to see who's in? There's a top star list for that. Okay. Allerdings weiß ich jetzt gerade gar nicht, warum jetzt hier der Sound nicht geht. Moment. Mal ausprobieren. Okay, wir sind ein F-Promi. Ah, jetzt geht er wieder. Wir sind also ein F-Promi. Da ist definitiv noch Luft nach oben. XP Level 3. Blitze da haben wir 17. Dollar haben wir 110 und Sterne haben wir 4. Ich klicke jetzt einfach mal oben drauf. Ich wette, wir können da irgendwie mit Geld, mit echt Geld noch was hinzufügen. Ich bin gespannt. Sterne, bla 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 bla. Gucken wir mal. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ja, ist klar. Bill my Telekom Account. Ah, das geht also doch. Aber natürlich wollen wir das natürlich nicht. So. Ich hoffe, es geht jetzt. Gucken. Gehen wir einfach mal raus hier. Die schöne Musik ist auch weg. Ah, da ist er wieder. Ich hoffe, man hört sie jetzt auch laut genug. So, also das ist der KTV-Channel. Gucken. Vielleicht müssen wir uns in diesem Starbucks-Abklatsch noch ein bisschen was dazu verdienen. Wir gucken einfach mal. Ah, das ist hier die Talentagentur, die wir jetzt hier haben. Arnis Office. Das ist diese Coffee King Homebrewer Ad. Are you tired of spending entire days waiting in line for coffee you can't pronounce? Okay. Das ist. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt irgendwie merken müssen oder so. Damit wir da später irgendwie vielleicht noch was starten können. Gucken wir einfach mal. Was ist mit ihr denn? Okay, das ist wohl unsere Kon. Take the money? Have a dry martini with lots of Vermouth. Also Vermut. Ready for me by the time I get back. Here's the money. Top. Haben wir also ein bisschen Geld bekommen. So. Ah, der Sound ist mir echt. Also hier für mich ist der Sound etwas zu laut. Aber wir gucken einfach mal. Gehen wir mal ins Apartment. Ah ne, was hier denn? Die Bushaltestelle. Okay, wir können noch nichts machen. Wir sind noch nicht hoch genug im Level. In unser Apartment können wir auch nicht rein. So. In den Rock'n'Roll Club. Mal gucken. Gucken, ob wir hier was machen können. Sieht aber gerade nicht so aus. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen noch mal zu diesem KTV, habe ich das Gefühl. Aber was ist hier denn noch? Ne, die Agency, da waren wir schon. Ich glaube, das hatte Matthias auch das Problem, dass er irgendwie nach der zweiten Folge nicht weiterkam. Aber wir wollen mal gucken. Vielleicht kriegen wir es da hin. So. Reden wir noch mal mit ihm hier. You missed one of those lines, but I will overlook it to keep Arnie from calling me again. The part is yours. Ready to start. Okay, aber ich. Jetzt sind wir also am Set von Coffee King. Gucken wir einfach mal. Big Smile, okay. Nehmen wir das mal mit hier alles, ne? Ah, wir haben auch, glaube ich. Ne, das ist. Ah, ich habe mich verklickt. Ich wollte mich ja gar nicht neu einkleiden. Wir können. Ach doch, wir können mal was Cooles kaufen jetzt. Das gönnen wir uns doch mal. Oh, sexy, sexy. Wir sind schon eine richtige kleine Prinzessin. Haare. Was nehmen wir mal bei Haaren, würde ich mal sagen. Irgendwas Cooles.
Ja, das ist schon besser. Hosen, ah, cool. Nee. Eine neue Hose. Gekauft. Schuhe. Nee, die Schuhe passen, würde ich sagen. Die Schuhe passen, ist mein Modegeschmack doch jetzt befriedigt. Und jetzt gucken wir mal. So. Limited Time Offer. Nochmal, 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 nochmal. Fertig. Lighting Check. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich alles erfüllt haben. Ah, ne, hier noch. Big Smile noch. Was ist da noch? Limited Time Offer. 3, 2, 1, so weiter und so fort. Alter, was? Was muss ich denn hier alles machen, ey? Ich muss mal das Geld hier einsammeln, oder macht er das automatisch? 91 Dollar, 93 Dollar, okay. Und eine... Ein neues Achievement. Was ist denn das? Because you haven't made it big until you can sell out, right? Okay, dafür kriegen wir dann XP, Dollar und ein Dingenskirchen. Awards haben wir noch keine, Golds. Audition for Commercial at KTV haben wir doch. Film Commercial haben wir noch nicht. Was haben wir hier noch? Practice Lines. Ich nehme das Geld mir jetzt mal sofort mit hier. Und die XP nehmen wir auch mal sofort mit. So. Das nehmen wir auch mal alles sofort mal mit hier. Level up! Oh, new closing. Aber wir haben uns auch gerade erst so sexy eingekleidet. Ein bisschen Geld noch mitnehmen. So. Ich würde sagen, wir nehmen alles mal mit hier einfach. Check Make-up. Ich habe noch keine... Ich habe noch nicht so den richtigen Plan, was wir hier genau machen eigentlich. Aber... Das wird sich hoffentlich alles noch herausstellen. Vielleicht sind wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich schon weiter, als Matthias je gekommen ist. You finished filming on your TV commercial. Na, es geht doch. Es geht doch. Nein, ich möchte das Spiel nicht bewerten. Jetzt haben wir also einen Gig. So, weiter. Nehmen wir mal alles mit hier. Nehmen wir alles mit. So, New Closing gucken wir uns gleich mal an. Gibt es jetzt hier noch irgendwas zu tun? Nee, ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr. Aber wir gucken mal. The Look. Oh, wir haben no gold. Das ist schon mal gut. Also haben wir doch dieses Casting-Gedöns haben wir dann doch anscheinend geschafft. So. Nice work, kiddo. Do you need an agent? Come on, sure. Okay. Er sieht ja so vertrauenswürdig aus. Nicht. Ernie Papadopoulos, Agent. Fantastic, let's walk back to my office and we'll get started. New goals. Go with Arnie back to his office. Das Office, wie ich mich noch erinnern kann, war jetzt hier noch etwas weiter links. Gucken wir einfach mal. What the fuck, Arnie? But at Wasted, you said you didn't want this that small-time crap after I told you about that movie audition tomorrow. Wir beruhigen sie jetzt einfach mal. Oh, breaking news. Oh, wir haben jetzt neue Fans. Oh, wir sind jetzt auf der E-List, also wir sind jetzt ein E-Promi. Wir könnten jetzt fast schon im, was heißt, wir könnten fast schon im Dschungelcamp anfangen. Die Dschungelcamps sind wahrscheinlich sogar noch schlechtere als E-Promis, würde ich mal sagen. Topstars. Brianna Rogers ist noch vor uns. Das sind aber alles noch, E-Promis, Alter. Alles noch D und so weiter. Die haben 17.000 Fans, wie viel haben wir? 1184, okay, da ist also noch Luft nach oben. So, jetzt gehen wir erstmal mit Arnie in sein Office rein. Oh, was hier denn noch? Hastinus will pay me a few bucks for that drama, okay. Ah, ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, den wir anscheinend vor uns haben. Hier mit, 1184 Fans. Aber es geht schon nach vorne.
So. Bla 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 bla. Ah, okay, wir sind auf der E-List, wir haben noch ein paar Fans. Wir können jetzt ein paar neue Rollen kriegen, auch wenn sie klein sind. You get more fans. Fans? The more fans you have, the more famous you are. Keep getting fans and you go up the list. Okay. You want to be famous, right? Okay. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, ne? If you see the paparazzi around like we did earlier, you can bet you'll be seeing it in Star News, like it or not, kiddo. Okay. Wir wollen jetzt immer eine Movie Audition. Get me the audition. Let's get you in for that audition. No, but nothing do it. Hm, okay, wir müssen es mit, also, mit Mariah, konkurrieren anscheinend um diesen Werbespot. So, neue Experience. Ah, wieder ein Level up, top. Aber leider kann er natürlich keine neuen Fans, ist klar. Also gucken wir einfach mal. Land a role in the big screen. Okay. Ihr habt's gehört, also wir müssen jetzt auf die große Leinwand und gucken einfach mal, was das jetzt so gibt. Nein, nicht in Facebook. Oh oh. Wir haben nicht genug, wir haben nicht genug für die Miete, weil ich ja eben noch so ein paar, so ein paar Schuhe und so weiter gekauft habe, aber ist ja auch egal. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt erstmal auf den Big Screen. Ani. Okay, ein Designer also. Okay, wir müssen jetzt also speak to Shirley Lemon in her apartment. Es war also neben dem Büro von Arnie, also hier. Maluken. Bla 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 bla. But I'm glad he can deliver a massage. Okay, haben wir jetzt geschafft. New goal, social butterfly. Speak to Mariah at the party, speak to Marcus Ray at the party. Ist das jetzt hier schon die Party oder was? Okay, you can forget about the part in the big screen. I got Marcus first, it's practice. Throw drink, machen wir einfach mal. Jetzt ist hier natürlich ziemlich pissed, aber es ist mir auch relativ egal. Da ist der andere. Ah, da ist der andere Typ. Das ist also Marcus. Wir stellen uns einfach mal vor, erstmal. What do you do that you're surely aspiring actor? Haben wir geschafft. Okay, das ist also die News hier, dass wir, in einem Streit waren mit Mariah und so weiter, wegen dem Drink, den wir geschmissen haben und so weiter. Oh, jetzt haben wir wieder Fans gekriegt. Speak to Arnie in his office. Okay, und the big screen. Wir haben also jetzt noch diverse, Sachen, die wir machen müssen. Und bevor ich jetzt die Aufnahme beende, will ich auf jeden Fall jetzt nochmal eben mit Arnie in seinem Office sprechen. Und das mal eben noch hier regeln. Okay, wir hatten also ein bisschen, einen kleinen Disput. What happened with you and Mariah? Mal gucken, was jetzt hier noch so.
Okay. Das haben wir jetzt also. New Gold Spin Doctor. Go Downtown. Okay, das ist dann jetzt mit dem Bus müssen wir dahin, aber ich würde einfach sagen, wir beenden das jetzt mal eben hier an dieser Stelle schon mal und das werden wir dann das nächste Mal machen und dann würde ich mal jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Folge 3 von Let's Play Stardom Hollywood, wo wir dann wieder weiter versuchen werden, eine berühmte Schauspielerin zu werden und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!